So, dann haben wir hier noch einen weiteren, ja, ist das, will ich es Rennwagen nennen? Nee, ist es eigentlich nicht wirklich, ne, muss man sagen. Ach, jetzt hängt das wieder. Ich hasse es, warte mal. So, jetzt. Hier geht es los mit Limousinen und ja, Kombis quasi. Wobei ein SUVs sind ja auch noch drin. Maserati, ich glaube, Ghibli heißt der. Sehr schön schlicht gehalten. Dann haben wir hier einen Hammer. Noch einen. Ich habe mehrere. Eine Limousine von Hammer. Das ist ein Rolls-Royce Cabrio quasi. Und dann haben wir hier noch einen. Was ist das? Dawn, glaube ich. Was ist das? Phantom. Muss einfach rein. Dann geht's hier weiter mit, boah, ich glaube, Bentley müsste das sein. Ja, müsste Bentley sein. Auch sehr ein geil, auch ein sehr geiles Fahrzeug. Hier haben wir noch ein Bentley gepanzert mit Maschinengewehr. Jaguar, auch als Cabrio. Ein Alfa Romeo. Hier haben wir noch einen alten. Ja, ich glaube, das soll ein alter Benz tatsächlich sein. Auch so ein bisschen auf schlicht getuned. So, war es das aber auch mit der Firmengarage? Gucken, wo wir jetzt noch hin müssen. Genau, Agentur noch. Und dann noch die GTA Plus Garage. Und ich glaube, da müssen wir es haben. Genau, da kommen wir noch die Sonderfahrzeuge eben anschauen. Wobei, stimmt nicht, die Basis haben wir noch gar nicht. Zur Basis müssen wir auch noch gehen. Aber das jetzt nächstes Mal. So, hier sind wir in der Basis drinne, also in der Untergrundbasis, die by the way sehr geil ist. Hier kannst du Heißmissionen da hinten machen. Hier ist einer der schlimmsten Dinge im Spiel, die Orbitalkanone, wo du andere Spieler halt random mit abfacken kannst. Ja, gut, braucht man nicht. Aber ist halt einfach drin, ne? Was willst du machen? Und hier stehen halt vorwiegend so Einsatz bzw. militärische Fahrzeuge drin, die man sich halt auch in dem Spiel kaufen kann. Als erstes haben wir hier die Avenger. Die kann man auch in den Hangar reinpacken, aber ich habe sie hier eingestellt. Ein sehr geiles Fahrzeug, muss ich sagen. Warte mal, kann ich auch hinten rein? Mal eben gucken, ob das funktioniert. Hat im Übrigen hier Raketen, Maschinengewehr, noch ein Maschinengewehr und halt auch einen Autopiloten und einen Tarnmodus. Das heißt, du kannst in der Luft mit dem Ding stehen. Richtig geil. Hier drinne kannst du ein Fahrzeug reinstellen, zum Beispiel den Deluxo, und dann halt auch während der Luft in der Luft halt quasi damit auch raus. Hier haben wir noch eine Waffenwerkstatt, kannst du mal Waffen an halt hier Munition nachkaufen und all das. Hier ist mein Jetpack und hier kannst du Missionen machen mit dem Ding. Ist schon ein ganz cooles Fahrzeug, lohnt sich. Hier ist noch ein Kleiderschrank, glaube ich. Naja, genau, richtig.
So, hier haben wir jetzt die ganzen militärischen. Alter, komm doch hier rauf. Ich mag an der Garage halt nicht. Du hast halt hier nicht wirklich unbegrenzt Platz. Wenn man diese Lüftung hier wegmachen würde, könnte man hier überall auch noch Autos hinstellen. Aber gut, ist halt so. Hier haben wir das erste Fahrzeug, was einen Tauchmodus hatte damals. Der Stromberg. Ist cool, aber seitdem ich den Toreador habe, nutze ich den eigentlich nicht mehr wirklich. Ja, gut, hier haben wir noch so ein Pickup mit einem guten MG-Geschütz. Der Kanjali-Panzer, der Benach. Der Barrelchen, geiler Geländewagen mit guter Bewaffnung.